Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen mit Optionen erzielen. Und ich freue mich, dass Thorsten Eberhardt wieder hier mit uns die Veranstaltung macht. Und natürlich freue ich mich auch, dass Sie heute live dabei sind. US-Öffnung haben wir ja gerade, deswegen versuche ich mein Intro so gering oder so kurz wie möglich zu halten. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXBet. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn Herr Thorsten vielleicht die eine oder andere Idee heute zeigt. So, Stichwort Thorsten, gebe ich jetzt gerne den Bildschirm weiter und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Perfekt, vielen Dank, lieber Nelson. Ich lade gerade noch das Paper Trading, bin aber auch sofort mit der Übertragung dabei. Kann man meinen Bildschirm, die TWS, die Trader Workstation sehen? So ist es. Hervorragend, hervorragend. Und da sehen wir schon eins, wir sind in der TWS, in der Trader Workstation. Das ist die Plattform, über die wir hier ja auch traden. Und hier ganz oben, da sieht man auch schon, ja, den besten Broker FX Flat. Und bei FX Flat sind wir jetzt. FX Flat ermöglicht es mir ja auch sozusagen, meinem Ziel immer näher zu kommen, nämlich den Optionshandel salonfähig zu machen. Wir reden hier regelmäßig über Optionen, um Optionen, um schlussendlich auch mit Optionen ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Und was ich hier nochmal direkt zu Beginn kundtun möchte, dieser Mann mit der Fliege, das bin ich. Und für all jene, die sich jetzt überlegen, ein Konto bei FXLet zu eröffnen und vielleicht sogar in meinen Club gehen zu wollen, den empfehle ich natürlich diese Homepage hier. Ja, kann man sich dann bitte notieren, beziehungsweise über die FXLet Homepage wird man es wahrscheinlich auch finden. Dann bekommt man nämlich 2 Monate dazu. Und diese 2 Monate, die sind halt auch für die Verlängerung gültig. Das heißt, wenn nach 14 Monaten die Mitgliedschaft ausläuft, dann hat man da immer wieder diese 14 Monate. Ganz, ganz wichtig. Ja, was machen wir im Club? Das möchte ich vielleicht hier auch noch mal kurz kundtun. Wir sind über 300 Leute im Club und wir traden halt Optionen. Übrigens, das könnte ich gleich auch noch mal zeigen. Ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. Und beim YouTube-Kanal, da waren wieder welche bei, die gar nicht wissen, was Optionen sind und direkt sagen, mit Optionen kann man kein Geld verdienen und alle, die mehr als der Markt verdienen, das sind Lügner. Ja, Lügen brauchen wir ja gar nicht. Wir können ja auch mit Fakten dienen, indem wir halt zeigen, was wir für Ergebnisse haben. Und wenn wir den Markt nehmen und als Markt jetzt den S&P 500 von der Entwicklung und ist besser als der S&P 500 mit dem regelmäßigen Traden, dann ist man auch besser als der Markt. Das geht wirklich. Das wurde wohl mal irgendwann vor langer, langer Zeit in einem Buch von dem Kollegen Gerd Kommer kommuniziert, ja, dass man halt grundsätzlich nicht besser als der Markt sein kann. Ist Bullshit, ja, ist Blödsinn. Man kann es definitiv, also ich kenne genug, die es sind. Aber das ist ja auch gar nicht das Ziel. Ja, das Ziel ist ja erstmal überhaupt ins Trading zu kommen und sich mit dem Thema Optionen zu beschäftigen. Und wenn wir eins wissen, ist es ja, dass Optionen originär für die Absicherung zuständig waren. Ja, genauso wie die Futures. Und ich kann es aus eigener Erfahrung erzählen, weil ich für die Rohstoffindustrie tätig war. Und da habe ich mich sehr, sehr viel mit dem Hedging, mit dem Absichern von Rohstoffen beschäftigt. Und das hat man halt dann auch über Futures und Optionen gemacht. Ja, und das ist natürlich dann auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man, das habe ich in meinem letzten Video ja auch erklärt, als ich die Brot- und Butterstrategie kommuniziert habe, dass wenn man sie nach oben skaliert, es immer hilfreich ist, auf der einen Seite natürlich Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite nicht alles zu verlieren. Und das machen wir natürlich mit dem Hedging. Es gibt ja zweierlei Möglichkeiten, wie man tradet. Man kann es jetzt hier in Deutschland privat machen und man kann es natürlich über eine Trading GmbH machen. Und häufig ist natürlich der Anspruch bei den Trading GmbHs, mehr zu traden als Privater. Wir haben ja diese komische 20K Verlustverrechnung. Und davon ist man als
Trading GmbH befreit und kann natürlich dann immer sagen, alles, was ich mache, mache ich auch ein wenig mehr abgesichert. Und das geht zumeist mit Long-Optionen. Und Long-Optionen, wenn sie verlustig sind, gehen halt in die 20K. Wie gesagt, für die Trading GmbH nicht relevant. Von daher kann man das natürlich dann machen. Aber hier bei uns im Club haben wir natürlich, wir können es mal hier gucken, wir haben wirklich hier viele Dinge, die wir machen. Wir traden live, wir haben 3 Webinare. Heute ist wieder der Martin Luschek, ein absoluter Options- und Hedging-Experte dabei. Da gehen wir auf das Roh ein. Ja, also das sind die Griechen Roh. Wir haben die Möglichkeit, hier verschiedenste Tools zu genießen, ja, wie beispielsweise unseren O4W-Best-Indikator, sehr, sehr hilfreich. Dann haben wir natürlich eine Videothek und wir können uns austauschen. Und was noch stattfindet, das ist unser Sommertreffen. Das Sommertreffen findet in der Regel in Düsseldorf statt. Liegt natürlich auch daran, weil ich hier in Düsseldorf bin und ich Düsseldorf auch gut finde. Und da hatten wir halt ein wunderschönes Seminar. Man kann das hier auch schön sehen. 2-tägig, war auf 100 Leute begrenzt, wird dieses Jahr auch der Fall sein. 899 ist die Clubmitgliedschaft und das ist das, was ich euch jetzt nochmal zeigen wollte, wie wir uns jetzt hier aufteilen. Das ist jetzt Status 19.09., also fast 2 Monate alt. Hat sich aber von der Struktur wenig verändert. Wir haben jetzt summa summarum mit den nicht in Deutschland steuerlich ansässigen Kollegen ungefähr ein Viertel an nicht 20K relevanten Personen. Ja, sprich 75% sind von diesen 20K betroffen. Und das ist natürlich dann auch logisch, dass wir das bei uns im Club auch besprechen und auch monitoren. Und dafür haben wir auch so einen 20K-Checker. Da kann man halt immer wieder gucken, wie viel habe ich von den 20K verbraucht und entsprechend dann natürlich seinen Trading-Stil auch anpassen. Ja, das muss man natürlich auch, weil ich würde es jetzt auch nicht so machen und da bin ich auch bei mir im Club. Wir haben einen Discord-Server, bin ich nicht so der Freund, wenn da auf einmal Videos von auch Optionshändlern kommuniziert werden, dass der Einspruch durchging und dass die 20K keine Relevanz mehr hatten. Also, es ist Gesetz und daran sollte man sich auch orientieren, ob man schlussendlich Glück hat. Ja, das ist jetzt eher ja, sehr, 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 sehr risikoreich, würde ich mal behaupten. Und da gehe ich nie. Ich halte mich sozusagen an das, was da ist. Und wenn man jetzt, weiß Gott, ganz, ganz viel über 20K schon erreicht hat, da bleibt wahrscheinlich nur noch die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das geht, eine Trading GmbH zu machen und die vom 31.12. rückwirkend zum 1.1. dürfte wahrscheinlich schwierig werden, aber darum geht es nicht. Auf jeden Fall sollte man sich natürlich mit der Thematik 20K auch beschäftigen, beziehungsweise das natürlich monitoren. Ja, also hier haben wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Sachen, die wir auch machen und wir machen halt auch dienstags immer einen Trade auf und da haben wir den jetzt mal, gucken wir uns auch direkt mal live an. Das war Delivery Hero, ja genau, Delivery Hero, das ist ja der Lieferantendienst, ja von der Fundamentalanalyse wahrscheinlich jetzt nicht jedermanns Best Buddy, ja, weil die ja natürlich noch immer keine Gewinne machen, sieht auf jeden Fall gut aus und auch charttechnisch war es ganz attraktiv und da sind wir dann mit einer verkauften Put-Option reingegangen, können wir uns hier auch nochmal anschauen, geht man hier auf die Trading View, das ist ja die Chart-Plattform, für die wir auch die Indikatoren programmieren. Gucken wir uns doch mal Delivery Hero an. Ja, wir sind hier eingestiegen und jetzt ist der Kurs ordentlich nach oben geknallt. Ja, das ist natürlich jetzt für den einen oder anderen schade. Warum? Ja, mit unserem Short-Put haben wir natürlich relativ wenig dran partizipieren können. Wir sind nämlich mit einem kleinen Delta reingegangen. Das Delta sagt ja auch aus, wie viel Prozent wir an dem Underlying, an dieser Aktie, an Delivery Hero partizipieren. Und wenn wir mit 10%, also mit einem Delta von 10 reingehen, partizipieren wir zu 10%. Und das ist natürlich dann nicht so viel, wie jetzt sich beispielsweise die Aktie nach oben entwickelt hat. Hier war dann ein wirklicher Kurssprung, also die Aussichten von Delivery Hero selbst, die wurden angepasst. Und für uns natürlich wichtig, wenn wir das machen, dass wir hier auch ein grünes Open hatten, das heißt, der bullische Kreis ist da. Wir sehen ja auch hier, wir haben hier die Linien, die EMA 20, die EMA 50 und hier ist da oben die SMA 200, also exponentieller gleitende Durchschnitt, ne, Exponential Moving Average sind gelb und lila und die weiße Linie Simple Moving Average ist der einfache gleitende Durchschnitt und das kann man sich hier auch immer wieder schön angucken, kann ich nur empfehlen, ja, dass man
Hier beim Stil kann man es sehen, die EMA 50, das ist die lilafarbene, die EMA 20 ist die gelbfarbene und die SMA 20 ist die weiße. Und was wir jetzt hier einfach haben, ist ein bullischer Kreis, sind wir mit reingegangen und haben ein 1950er Short Put gesetzt. Ja, dum, 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 dum. So, die Zeit muss sein. So, was heißt das jetzt für uns, wenn wir jetzt hier an dieser Stelle eine Put-Option verkaufen? Ja, minus P ist, wir haben eine Put-Option verkauft. Ja, das heißt ja Folgendes. Wir sind jetzt als erstes sind wir Verkäufer. Das heißt, wir haben eine Pflicht. Ja, was für eine Pflicht haben wir denn? Ja, wir haben die Pflicht, wenn der Käufer sein Recht ausübt, die Aktie zu 1950 zu nehmen. Ja, das heißt, wir müssen 1950 dann dafür zahlen und 1950 mal 100, weil der Kontrakt hat eine Größe von 100 Stück. Hieße, wenn der Käufer sein Recht ausübt, wir blechen dafür 1950 Dollar. Für den Verkauf der Prämie haben wir aber auch, für den Verkauf der Option haben wir auch eine Prämie bekommen. Und die Prämie, die liegt jetzt hier bei ungefähr 73,80 Euro. Ja, das ist das, was wir für diese 65 Tage Laufzeit bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kann denn der Käufer sein Recht ausüben? Also wann kommen wir denn in die Pflicht? Also bei amerikanischen Ausübungsstilen, ja, es gibt zwei. Es gibt die amerikanischen Ausübungsstil und den europäischen. Und jetzt denkt man sich natürlich, weil Delivery Hero eine deutsche Aktie ist, dass das der europäische Ausübungsstil ist oder vielleicht sogar einen deutschen, den es übrigens nicht gibt. Nee, es ist hier bei uns, das können wir auch hier reingehen, der amerikanische. Rechte Maustaste, dann geht man hier aus Finanzinstrument Info auf Beschreibung und dann sieht man hier Ausübungsstil American. Und dieser amerikanische Ausübungsstil heißt, der Käufer ist befähigt sein Recht in der kompletten Laufzeit. Ja, also ist egal, wann kann er sein Recht ausüben. Ja, aber das macht für ihn natürlich keinen Sinn, wenn er jetzt sein Recht ausübt, uns Aktien für 1950 gibt, die einen Wert von 31,92 jetzt hier gerade haben. Das heißt, für uns ist natürlich immer interessant, dass wir als Verkäufer darauf achten, dass der Strikepreis natürlich nicht touchiert wird. Weil sobald der Strikepreis touchiert wird, wird es auf jeden Fall interessant für den Käufer, sein Recht auszuüben. Und diese Ausübung, wenn wir diese nicht wollen, ja, es gibt ja auch eine Strategie, die das will, aber wenn wir jetzt sagen, wir machen Short Put, wir verkaufen die Put-Option ohne Intention, dass wir diese Aktie im Depot haben möchten, dann müssen wir natürlich darauf achten, dass wir hier in diesem Bereich nicht reinkommen. Ja, und das ist natürlich dann auch mit einem gewissen Monitoring vielleicht verbunden oder man macht es natürlich mit einer Order. Ja, man kann es auch an diesen Kurs knüpfen, ja, dass man dann beispielsweise sagt, wenn der Aktienkurs bei 1950 ist oder ein bisschen drüber, dann schließen wir diesen Trade. Faktisch ist es natürlich, wenn der Kurs nach unten geht, dass natürlich die Optionsprämie teurer wird. So, als Verkäufer wollen wir aber ja teurer verkaufen und günstig kaufen. Das heißt, das Ziel wurde nicht erreicht und wir machen dann hier natürlich Verluste. Wir wissen jetzt aber nicht vorher genau, weil der Optionspreis sich ja aus diversen Punkten zusammenaddiert. Wir wissen jetzt nicht genau, wie viel wir im Minus sein werden, wenn jetzt beispielsweise am 22.11. plötzlich der Kurs nach unten rutscht und die 1950 tangiert. Da wissen wir nicht jetzt, wie hoch die Optionsprämie sein wird, weil da gehört zum Beispiel auch die Volatilität zu. Wir wissen nicht exakt, wie sich die Volatilität entwickelt, wenn beispielsweise der Kurs jetzt fällt. Wir wissen aber eins. Die Vola geht nach oben. Und wir wissen auch noch eins, nämlich, dass eine steigende Vola nicht gut für den Verkäufer ist, weil der Verkäufer, wie gesagt, teuer verkaufen, günstig kaufen. Und wenn die Vola steigt,
steigt die Optionsprämie. Das heißt, wir wollen partout nicht als Verkäufer eine steigende Vola. Und deshalb ist es häufig auch sehr interessant, diese Strategien, ja, des Verkaufens, des Stillhaltens, genau dann zu machen, wenn die Vola höher ist, weil Gefahr niedriger, dass die Vola noch steigt. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, gibt es natürlich unterschiedlichste Regeln, die man haben kann. Man kann zum Beispiel auch sagen, ich mache bei 200% Verlust zu. Ja, das hieße, wenn wir jetzt hier diese 75 verdient haben, ja, dann müsste ich bei dem Dreifachen, ja, wenn der Preis sich verdreifacht hat, müsste ich dann zumachen. Das wäre dann jetzt dann die 225. Dann hätten wir nämlich dazwischen die 200% Verlust, die 150. Das kann man natürlich dann auch machen. Das ist sozusagen dieser Standard, der ja auch überall kommuniziert wird. Ja, dass man beispielsweise bei 75% Profit zumacht und bei 200% Verlust. Also hier wären wir dann bei 200% Verlust. Wenn wir jetzt aber sagen, wir gehen beim Dreiviertel, gehen wir, oder wir sagen jetzt mal einfach, wir gehen bei 50 raus, das ist jetzt für mich einfacher zu rechnen, wir gehen bei 50% raus, 50% Profit, dann muss es natürlich sein, dass die Option günstiger wird. Und dann wären wir hier bei 0,3750. Ja? Weil unser Ziel ist ja, teuer verkaufen, günstig kaufen. Und dann haben wir die 50%. Ja? Das heißt, hier wäre es dann so, dass ich jetzt hier beispielsweise einfach eine Order aufmache, ja, ich schließe die und dann immer drauf gucken, ne, hier habe ich schließen gemacht, ich habe die ja verkauft, dann kaufen. Dann nehmen wir jetzt beispielsweise nicht heute, wir wollen ja ein bisschen länger, ne, wird ja nicht nur heute der Fall sein, dass jetzt vielleicht die Aktie so steigt, dass wir 50% rausgehen, sondern machen wir das einfach, indem wir dann hier die 35 oder 37 hier reinbringen. Und dann gehen wir auf Übermitteln, Überschreiben. Dann sehen wir auch, dass hier die Margin dann auch wieder geglättet wird. Ja, die Margin ist ja der Pfand, den wir sozusagen dem Broker da bringen. So. Und schon haben wir sozusagen hier unsere Take-Profit-Order. Ja, und das kann man natürlich dann auch mit dem Stop-Loss machen, also mit der Verlustseite ist das natürlich auch alles möglich. Und das sind alles Dinge, die man mit der Zeit lernen kann. Und das Schöne ist ja, und hier sind wir ja, wir haben ja Paper Trading. Ja, das heißt, hier können wir ja einfach mal ein bisschen spielen. Ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir letzte Mal am Ende gemacht. Ja, am Ende haben wir noch hier eine Future-Option auf Gold eröffnet. Das war so ein Iron Condor. Da habe ich gesagt, den könnte man jetzt aufmachen, weil der Kurs sieht danach aus, als dass er sich jetzt vielleicht auch zeitnah sehr in einer Range bewegt. Und das ist ja noch nicht lange her. Wenn wir jetzt mal gucken, war das jetzt eine Woche vielleicht nur? Ist da Gold noch bei? Nee, dann waren es wir nicht. Dann war ich das mehr, habe ich das mit jemand anderem gemacht. Aber nichtsdestotrotz, hier kann man halt schön üben. Ja? Immer wieder üben, üben, üben. Und dann, wenn man das kann, dann geht man sozusagen mal live rein. Ja? Also hier sehen wir noch die offenen Trades unseres Clubdepots. Ja, auch wichtig, na, wir haben ja da so ein Clubdepot, aber noch wichtiger für alle, die jetzt hier zuschauen, es ist ein Paper Trading und man kann es auch so einstellen, dass die Marktdaten übernommen werden, weil hier, was ich mache, ist alles mit Live-Werten und das kann man daran erkennen, wenn ich jetzt beispielsweise mal hier auf Alibaba draufklicke, zu dem Option Trader gehe, dann habe ich nämlich hier auch direkt diese grünen und roten Punkte. Und das zeigt, dass wir hier live traden. Wäre es nicht live, also wären es keine Live-Daten, dann würden diese hier gelb sein. Also da bin ich ganz offen. Die paar Dollar oder paar Euro, die würde ich jetzt nicht sparen, sondern die würde ich definitiv investieren, wenn ich auch wirklich live traden möchte, um schlussendlich auch den besten Kurs zu bekommen. Klar, man kann es alles manuell machen, aber ich bin kein Freund, der jetzt hier für 2-3 Dollar 5 Minuten hin und her probiert. Und wenn man das dann öfter macht, dann ist das natürlich schon viel Zeit, die man da verschwendet hat. Also das ist jetzt meine Meinung. Gehen wir jetzt nochmal zurück. Hier waren wir ja jetzt bei dem Verkauf einer Put-Option auf Delivery Hero. Hieße aber auch, und das ist ganz wichtig, wir sind nach unten hin natürlich
nicht abgehedged. Das ist eine nackte Option. Nackt heißt, sie steht hier alleine, die verkaufte. Sprich, ab 1950 nach unten ist unser Verlustrisiko. Ja, das sind dann 1950 mal 100, sind 1950. Abzüglich der Prämie, das waren ja jetzt hier 75, sind wir bei 1875 Euro, die wir im Worst-Case-Szenario verlieren könnten, wenn jetzt die Aktie von Delivery Hero auf Null rutschen würde. Ja, Wahrscheinlichkeiten sind natürlich nicht da, aber immer im Hinterköpfchen an Wirecard denken. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Delivery Hero eher so ein Fall ist, als jetzt beispielsweise bei Siemens, ist natürlich größer, aber man weiß es, wie gesagt, nie, was alles da in den Büchern steckt. Das war ja bei Wirecard auch ein Fall, den konnte sich keiner vorstellen. Ja, das ist dann einfach so. Was wir aber immer wieder machen, und deshalb finde ich auch meine Brot- und Butter-Strategie so schön, wir gucken uns ja immer wieder das Gleiche an. Ja, das Gleiche heißt ja für uns, wir gucken uns als allererstes den Markt an. Und dann sehen wir hier schon wieder die Kerzen. Wir sehen hier auch die grünen Kerzen. Und hier ist es genau richtig, so wie wir es wollen. Ja, das heißt, die EMA 20 hier, ja, die ist jetzt auch oberhalb der EMA 50 und die EMA 50 oberhalb der SMA 200. So soll es sein und so war es hier auch. Und was man natürlich hier auch erkennen kann, wir hatten hier schon einen ordentlichen Run mit einer kleinen Verschnaufspause, nenne ich das jetzt mal, und dann ging es doch straightforward nach oben. Ob es jetzt auch so sein wird, kann ich nicht sagen, aber ich kann schon mal eins sagen, laut OVW Best Indikator sind wir long, sind wir in einem bullischen Bereich, und das kann man nicht nur hier oben an den Kerzen, sondern auch hier unten an der Statuszeile sehen. Das ist für uns natürlich sehr willkommen. Was wir aber auch gerade besprochen haben und was uns natürlich auch wichtig ist, ist immer die Volatilität, weil die Volatilität ist de facto Preisbestandteil der Option und natürlich auch ein Panikbarometer, ja, also ein Angstbarometer, weil der VIX, der Volatilitätsindex, ist sozusagen die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Ja? Und wenn die Prämien bzw. die Leute viel für die Absicherung zahlen, dann ist der VIX auch hoch. Und wenn jetzt Feuer vor die Tür käme, ja, also dass wir jetzt sagen, von wegen, es wird richtig panisch, dann ist es so, dass die Frontkontrakte, das sind jetzt hier alles verschiedene Kontrakte, alles verschiedene Futures, die haben verschiedene Laufzeiten. Und wenn die Frontkontrakte teurer sind als die Folgekontrakte, dann ist das eine Backwardation und das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, es sieht gerade nicht so schön aus. Ja? Und das erkennt man dann, dass dann die Kontrakte, die ersten, immer schneller ansteigen als die zweiten, ja, und als die folgenden. Und dann hat man nachher so eine Kurve. Das ist dann die Backwardation. Und diese Kurve, die wir gerade haben, die nennt sich Contango. Kann man hier aber auch sehen, hier, wenn da so ein B ist, haben wir eine Backwardation. Und da traden wir definitiv die Brot- und Butter-Strategie nicht. Wenn wir jetzt aber sehen, es sieht hier alles schön aus. Die VIX-Terminstrukturkurve ist auch alles schön. Dann sind wir schon mal einen Punkt weiter und dann können wir uns noch, das ist übrigens ein Webinar, was wir jetzt auch hatten, das ist der ADX, der misst auch die Trendstärke. Und was wir hier jetzt auch erkennen können, ist, hier war ein Crossing von den Bullen und den Bären. Also die rote Farbe ist die Bären und die grüne Farbe sind die Bullen und das ging jetzt hier immer so ein bisschen. Aber jetzt steigt der Bulle, der wird immer kräftiger, der Bär wird immer schwächer. Und hier, was man schön sehen kann, der Trend steigt. Das hier, der ADX, die Trendstärke. Und das kann man hier auch nochmal anders schön machen, indem man vielleicht die Stepline nimmt und dann sieht man es hier. Ja. Und das ist natürlich wirklich ein schönes Zeichen auch dafür, dass wir jetzt eher in dem Bereich sind, wo es auch weiter nach oben gehen kann. Was wir hier sehen, sind die Bollinger Bänder, hier unten als Prozent und hier oben, das ist die zweite und das ist die dritte Standardabweichung. Hier kratzen wir oben dran, aber alles fein. Ja, alles fein. Also sieht hier wirklich gut aus. Wir haben hier die 20er, die 9-Tage-Linie. Wir sind drüber. Das ist in Ordnung. Wir könnten uns jetzt noch mal eine Zeiteinheit tiefer anschauen. Und hier gehen wir jetzt langsam auch wieder hoch. Es geht auseinander und jetzt gehen wir noch mal auf eine Stunde.
Das ist schön. Ja, das ist wirklich hier, der Trend wird stärker. Aber, und es ist auch Trendstärke, gibt es natürlich auch irgendwo eine Grenze. Für meine Sache, also für das, was wir machen, sieht es alles ganz gut aus. Und jetzt wäre für mich der nächste Schritt, das ist das, was ich halt regelmäßig mache, ja, Prämien vereinnahmen durch den Verkauf von Optionen, das heißt primär Stillhaltergeschäfte. Und dann gehe ich hier nochmal rein. Das ist jetzt diese Morgenroutine, kann man auf Instagram jeden Morgen frei verfügbar sich anschauen. Das ist die Panikzeichen. Wir haben bis dato, also heute, nur die inverse Zinskurve. Das ist die 10-Jahres-Bonds und die 1-Jahres-, also die Anleihen, dass die halt auf gut Deutsch falsch rum sind. Ja. Die inverse Zinskurve haben wir, aber ansonsten sieht alles grün aus. Und dann gehe ich hier auf meine Kandidaten. Und ich gucke mir einfach mal was an. Ja, am besten was, wo jetzt die Earnings waren. Ja, wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viele Earnings gehabt. Und dann kann man halt mal gucken. Und wir können jetzt einfach mal sagen, Tesla ist ja schon ein bisschen was her. Wie sieht das mit dem Tesla gerade aus? Und dann gehen wir einfach hier wieder rein. Palim, palim, Tesla. Und sehen, wir haben hier eine grüne Kerze. Wir haben natürlich hier auf gut Deutsch einiges hier verpasst, sind trotzdem jetzt mit der grünen Kerze. Was uns natürlich besser gefallen würde, wäre natürlich, wenn die EMA 20 oberhalb der EMA 50 wird vielleicht bald kommen, aber nichtsdestotrotz könnte man hier natürlich jetzt auch vielleicht ein Stillhaltergeschäft machen. Weil aber, und jetzt kommt das Aber, der Kurs natürlich hier ein bisschen höher ist. Empfehle ich hier nicht nackt zu traden. Wenn wir jetzt hier bei 195 eine Put-Option verkaufen, wir überlegen, 195 mal 100 wäre das Risiko ohne die vereinnahmte Prämie, wenn der Engländer was falsch macht, bei 19.500 US-Dollar. 19.500 US-Dollar wäre, wenn wir es hier nackt verkaufen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, und da gehen wir jetzt mal. Gehen wir jetzt einfach mal rein. Gucken wir uns das mal an. Wir sind hier wieder in der Trader Workstation. Das ist das Papierkonto. Kann man auch erkennen hier die rote Linie. Und immer, wenn es mit DU anfängt, für alle Leute, die jetzt bei Instagram andere Trade-Ergebnisse verfolgen. Ja, da ist immer einer bei, der sagt, der tradet live. Der hat aber das DU. Ja, also könnt ihr mal gucken. Der ist im Paper Trading unterwegs. So, wir sind auch im Paper Trading unterwegs. Und wir geben jetzt hier mal den Ticker ein. Tesla. So, kommt die Aktie. Börse wird ausgesucht, sehen wir hier. Gehen dann auf den Option Trader. Und was wir machen, wir suchen uns längere Laufzeit. Ja, das heißt nicht so kurze, sondern längere. Und hier hätten wir theoretisch auch noch wöchentliche, die wir nutzen können. Wir nehmen jetzt aber hier die normalen. Ich nehme jetzt 65 Tage. Und wir machen es relativ einfach. Wir verkaufen eigentlich nur zwischen Delta 7 und 12. Ja, 7 und 12, hier kann man es sehen. Ja, der absolute Betrag. Ne? Das ist, wenn man sieht, hier bei der Call-Seite ist es positiv, ne? Bei der Put-Seite hier ist es negativ, weil wir reden immer von dem Betrag, also 7 bis 12, heißt 0,07 bis 0,12. Und da gucken wir uns jetzt mal an, was wir da haben. Und da sehen wir das jetzt auch. Hier wären schon gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich mag lieber diese Rundenbeträge, also diese nach. Ist nicht so mein Ding. Und dann hätten wir jetzt hier beispielsweise die 310. Wäre, wenn wir die nackt verkaufen, 190 mal 100, 19.000 theoretisches Verlust. Wenn wir jetzt aber sehen, wir verdienen 310 Dollar. Und ich habe es eben gesagt, wir müssen ja Margin, wir müssen ja einen Pfand hinterlegen beim Broker. FX Flat ist ja nicht dumm. FX Flat kalkuliert, beziehungsweise Interactive Broker. Das heißt, die berechnen ja, was für einen Pfand man hinterlegen muss. Und bei so einem Wert, wo ein Potenzialrisiko von 19.000 Dollar ist, da nimmt man doch natürlich mehr. Und das kann man hier sehen. Ja, hier haben wir den Ersteinschuss, wenn ich eröffne und wenn ich den Trade halte, ist das der Mindesteinschuss. Das heißt, hier darauf fokussieren wir uns. Das heißt, hier müssen wir gucken, 6.290 Dollar ist die Margin, die wir da hinterlegen für die 310 Dollar. Ehrlich gesagt, das ist für mich ein schlechtes Return on Margin und deshalb gehe ich jetzt auch hier weg. Mach verwerfen, geh auf den Strategy Builder. Die 190 lassen wir. Gehen wir mal kurz wieder zurück. Zack, holen wir mal die 190. 190. So. Das ist jetzt
der Punkt für unsere verkaufte Put-Option. Ja, ich mache das mal hier lieber genau. Ja, minus P. Warum mache ich nicht mal die 9? Minus P ist die verkaufte Put. Und jetzt sichern wir uns ab. Ja, wir wollen nicht 19.000 Dollar Risiko, eine Seite, andere Seite. Wir wollen auch nicht so viel Pfand hinterlegen, weil wir haben ja nur eine bestimmte Höhe an Pfand, die wir hinterlegen können. Heißt, wir können die Margin ja nur bis zu 100% auslasten. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja noch mehr traden. Und deshalb suchen wir natürlich uns auch Trades aus, die margineffizient sind, um schlussendlich unsere Margin-Auslastung auch nicht so in die Höhe zu treiben. Weil die Margin ist dynamisch. Wenn es mal schief geht, kann der Broker auch in Sekunden die Margin noch weiter anheben. Und dann kommt irgendwann das, was wahrscheinlich keiner will. Das ist dieser sogenannte Margin Call. Und deshalb machen wir es anders. Wir sagen Bye-Bye Margin Call. FX Flat oder IB, ruf uns bitte nicht an. Wir machen jetzt mal ein Hedge. Und da kaufen wir jetzt hier eine Put-Option hinzu. Ja, bei 170. Bei 170 kaufen wir die Put-Option hinzu. Plus P. Ja, auch schon wieder die 9. Also, das reicht aber. Plus P. Kaufen wir eine. Was heißt das jetzt? Ja, das heißt Folgendes. Ab 170 bis 0 bin ich safe. Das heißt, ich habe minus 17k weniger Risiko. 17k habe ich mit der gekauften Option, mit der gekauften Put-Option gehedged. Sprich, mein Risiko ist von 19 auf 2k reduziert. Und das kann ich auch ganz einfach ausrechnen, indem ich diesen Spread nehme. 190 von der verkauften Put abzüglich der 170 von der gekauften Put. Und dann habe ich 20 Punkte. Und diese 20 Punkte muss ich natürlich wieder mal 100 rechnen. Da bin ich bei diesen 2K. 2000 Dollar Risiko sind jetzt noch da anstelle der eben genannten 19.000. Aber es ist ja nicht alles für umsonst, ja. Die gekaufte Put, die kostet Geld. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Gehen hier wieder rein, gucken uns das an, gehen auf 170 und da sehen wir. Für die Absicherung der 17.000 Dollar zahlen wir 100, ich nehme jetzt den Mittelwert, 144 Dollar. Heißt, vorher hatten wir die 310 Dollar für die verkaufte Put und zahlen noch 144 für die gekaufte Put und dann würden wir jetzt hier die 166 Dollar für diesen Spread verdienen. Und was wir uns jetzt angucken wollen, ist Folgendes: Wie hat sich denn die Margin entwickelt? Gehen auf Übermitteln und dann sieht man, die Margin hat sich jetzt, ja, ist jetzt nur noch ein Viertel, ein bisschen weniger als ein Viertel. Ich glaube, das waren eben vorhin 6.200. Jetzt sind wir bei 1.546. Ich rede hier über diese Zahl. Ja. Das heißt, das hat sich natürlich reduziert und dafür bekommen wir dann die Prämie von 166 Dollar. Man muss natürlich sagen, dass die Margin unterschiedlich hoch ist, auch bei den unterschiedlichen Werten. Ja. Das gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal an. Aber das System ist jetzt, denke ich mal, verstanden worden, weil wir hier natürlich erstens weniger Risiko haben und zweitens weniger Margin. Wenn wir jetzt aber mal einen Wert nehmen, wie jetzt beispielsweise Microsoft. Ich nehme jetzt einfach mal Microsoft hier mit rein. Gehen wir drauf, Microsoft. Und machen wir mal das gleiche Spiel. Das sind die Weeklies, die sind drin. Ich gehe jetzt hier auch auf 65 Tage. Ich suche mir auch ungefähr Delta 10. Das ist jetzt hier. Und ich nehme auch 20 Punkte Abstand. Was man schon mal sehen kann, wir verdienen weniger. Ja. Hier in dem Fall haben wir keine Margin. Das ist jetzt ein Zufall. Ich gucke das jetzt mal an und das ist jetzt ganz interessant, weil ich habe zwei Konten auf. Ich habe ja auch noch das Live-Konto. Und da gehen wir jetzt mal live rein. Wie das denn hier wäre, wenn ich jetzt hier ein Microsoft aufmache. So, hier oben gebe ich jetzt Microsoft ein. Ich habe ja schon ein paar Trades drin. Das Portfolio-Margin, was wir hier haben.
So, machen wir gleiches Spiel, die 325, Strategy Builder erst klicken, 325, 305. Thorsten, warst du nicht bei 19. Januar? Oder hast du geguckt? Ja, danke schön. Ah, du bist ja doch da. Sehr gut. Internet ist gut. Prüfung bestanden, Nelson. Sehr gut. 3,25, richtig. Und die 3,05. Hier haben wir nämlich jetzt auch diesen Betrag von 90. So. Und hier sehen wir, oh, das ist aber jetzt eine hohe Marge. Und das kann natürlich mitunter auch zusammenhängen mit dem, was man beispielsweise bei sich im Depot hat. Ja, das rechnet sich anders. Und deshalb ist es immer schwer, wenn man jetzt hier solche nimmt. Ich mache das mal. Ne, TradingView liebe ich. Ne, das nutze ich wirklich konsequent. So, 19. Januar. Und wenn ich jetzt hier die 3,25 nehme und die 3,05, ja, dann sieht man natürlich hier, nimm die Margin, die erwartete, immer als diese kompletten Punkte. Ja, und das ist natürlich auf gut Deutsch extrem defensiv. Ja, das wird so nicht sein. Und man kann natürlich zum Margin Management auch entsprechend seine Trades aufsetzen. Was ich aber sagen wollte, und das ist halt das, was ihr als Takeaway mitnehmen sollt. Erstens, immer darauf achten, dass der Markt in einem ordentlichen Umfeld ist, wenn man bullish gehen will. Dass man natürlich darauf achtet, wenn man höhere Werte macht, dass man sich bitte hier absichert. Dass man darauf achtet, was hat man von den 20.000 schon verbraucht, die 20.000 monitoren. Sonst kriegt man nachher bei der Steuererklärung so einen kleinen Boomerang. Und last but not least, was ich immer wirklich empfehle, ist auf die Positionsgröße zu achten. Ja, dass man das, was man macht, auch zum Konto passt. Positionsgröße beispielsweise bei unserem 30.000er Depot, was wir im Club haben, sagen wir haben eine Positionsgröße von 1%, heißt keine einzige Prämie darf höher als $300 sein, weil sonst ist das Risiko zu groß. Und bei größeren Konten mache ich das so, dass ich 0,5% Positionsgröße empfehle. Das ist halt ganz, ganz wichtig für das Risiko und Money Management, und das meiste steht und fällt mit einem vernünftigen Rendite und Risiko und Money Management, was ich sagen wollte, auch mit einem vernünftigen Rendite-Risikoprofil. Ja? Sprich, auch was wichtig ist, immer auf die Earnings achten, weil die können für ungeachtete, unerwartete Bewegungen sorgen. Da gibt es ja genug Beispiele in der Vergangenheit. Jetzt gucken wir mal an, ob wir da ein paar Fragen haben oder nicht. Ja, Ferry, erstens zu dir. Ich bin ja doch enttäuscht. Ne? So ein gutes Angebot und trotzdem, naja, da musste ich jetzt ein bisschen persönlich werden. So, Dirk, liebe Grüße Richtung Düsseldorf. Bin mal gespannt, was wir heute machen. Genau, super, guten Tag, guten Tag. Und wie schaut es aus bei Black Friday in Düsseldorf? Ja, da bin ich ja ganz ehrlich gesagt ein bisschen altbacken. Also Black Friday ist, also Freitag ist für mich ein Freitag wie alle anderen. Wie es jetzt die Düsseldorfer sonst machen, weiß ich nicht. Mein Alltag wird dadurch nicht beeinträchtigt. Könnte man nicht lieber statt einen Short Put einen Long Call auf Delivery Hero? So, die Frage, also Ferry, da musst du mich verstehen, dass da halt schon sehr viele Fragen etc. kamen. Da machen wir jetzt mal die anderen. Wir haben auch noch eine bestimmte Zeit. Warum ist das für ein Apple Trade? Was ist das für ein Apple Trade? 130, 150? Die Frage verstehe ich nicht. Was ist das für ein Apple Trade? Ich glaube, man hat halt deine Position gesehen und der Teilnehmer möchte wissen, was das für ein Trade war. Ach so, da, danke schön. Da habe ich jetzt schon ganz übersehen. Das war aber wahrscheinlich in einem Portfolio. Das war ein Iron Condor. Oder das ist ein Iron Condor. Das heißt, wir haben auf der Oberseite haben wir den Bear Call Spread und auf der Unterseite haben wir den Bull Put Spread.
Genau, aber das ist eine gute Frage. Ja, das ist gutes Auge, ja, so schnell wie ich da durch war. Wie sieht es mit dem Gap bei Tesla aus? Ja, Tesla ist ja immer, ist ja immer für Überraschungen zu haben, ne? Also bei Tesla bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Na, also hier war das ja nach den Earnings, ne, da war das ja auch, dass das Geschäft mit den Trucks etc., ne, Chinesen Wachstum, aber ansonsten. Man kann es machen. Ich würde nie alles auf ein Pferd setzen, erst recht nicht auf Tesla-Pferde, ja. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtiger und deshalb auch nie ohne Hedge. Genau. So, wie sieht es aus? Nächste Frage. Absicherung auch über Bracket möglich. Long Put oder Bracket betreffend Margin. Ja. Warum haben sich gerade 200% etabliert? Ja, 200%, es ist immer in Relation. Wir haben ja gesagt, wir verkaufen oder wir schließen im Schnitt bei 75%. Und wir haben im Schnitt eine Trefferquote von 80%. Und jetzt kann man sich das natürlich ausrechnen, ja, warum wir die 200% nehmen. Weil wir dürfen natürlich nicht zu viele Verluste machen, weil wir ja auch dauerhaft wie heißt das nochmal? Auf kleine Brötchen setzen. Ja, wir verdienen ja viele kleine Brötchen. Ich kann es jetzt hier nochmal zeigen. Gehen wir mal rein. Ne, lasse ich die Hosen runter. Ich hoffe, der YouTuber, der das Kommentar gemacht hat, der sieht das auch. Da sehen wir es ja auch. Das sind hier immer, ne, und das hat ja schon richtig wehgetan hier. Und hier genauso. Hier hatten wir, hier beispielsweise hatten wir einen Bear-Call-Spread auf den SPX. Das heißt, die Kursbewegungen nach oben haben uns wehgetan. Und dann habe ich einen Hedge eröffnet. Aber dieser Hedge hat nicht funktioniert und da war last but not least, die einzige Möglichkeit, hier auf gut Deutsch rauszugehen. Und wie man sieht, alles kleine Brötchen, die wir hier backen. Das ist das, was wir hier nebenberuflich machen können. Ja, mit einem überschaubaren Zeitaufwand auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch mit nicht so viel Management. Man kann traden, man kann alle verschiedenen komplexen Trades machen, die ich auch liebe und auch lehre. Aber das kostet natürlich Zeit und auch Nerven. Und deshalb gibt es ja auch viele Produkte, die Automatisierung anbieten. Ja, und das ist natürlich dann hilfreich, wenn man beispielsweise immer die gleichen Regeln hat. Hier sind wir zum Beispiel auch bei den Backtests. Und da haben wir halt auch verschiedene Backtests, die traden wir halt immer und immer wieder. Ja. Also das ist halt, sorry, das ist halt dann ganz, ganz interessant. Ja. Ja, dann gucken wir da noch mal weiter. Rosvita, oh, da muss ich mal, so genau. Habt ihr ein Programm, welches automatische Trades aufzeichnet oder gar am Jahresendrallye für den Steuerberater berechnet? Ja, Steuerberater ist immer so eine schwierige Sache. Ich habe auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall dabei, was zu machen, was man dafür verwenden kann. Aber wir müssen natürlich ganz klar sagen, das ist nicht unsere Kompetenz. Wir sind keine Steuerberater. Was der Steuerberater schlussendlich mit den Unterlagen macht, weiß ich nicht. Ja, ich versuche natürlich immer alles ein bisschen zu automatisieren. Das heißt, wir können dann sozusagen die Daten aus der IB, aus der Kontoverwaltung von FX Flat ziehen und dann aufbereitet weitergeben. Aber am Ende muss natürlich der Steuerberater sein Okay geben. Das ist natürlich wichtig. Ja, hallo. Berechnet sich das Verfügbar bei einem Margin-Konto auf das Cash-Depot oder auf das Margin? Die Frage verfügbar. Berechnet sich. Also wir rechnen immer aufs Margin-Konto. Sie traden SP 500 Index, ja. Was meinst du zu Barchart empfehlenswert? Ja, ich nutze Barchart. Also ich kann es empfehlen, aber ich nutze auch viel, was ich empfehlen kann. Aber Barchart ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Genau. Das sind halt die Punkte. Okidoki, jetzt ist es schon Viertel nach vier und ich bin am Ende. Wenn da keine weiteren Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, ich danke jedem, der zugeschaut, zugehört hat und natürlich auch Nelson und FXLet. Ja, super. Ich bedanke mich auch und vielen Dank an alle, die da waren. Viel Erfolg heute noch und diese Woche passt auf eure Positionen auf und bis nächste Woche. Tschüss Super, zusammen. danke. Tschüss.